Ist sie nicht da? Dann Antoniozzi auch nicht da. Herr Stadler dann noch? Herr Präsident, ich habe gegen diesen Bericht der Frau Kollegin Danuta Hübner gestimmt, weil er erstens dem widerspricht, was wir gestern den ganzen Tag lang mit den Kommissaren diskutiert haben. Dieser Bericht zielt darauf ab, einen neuen Schatten-ESM einzurichten, der kranke und bankrotte Banken außerhalb des Euroraumes in Zukunft finanzieren soll. Das ist genau das Gegenteil von dem, was gestern Kommissar Barnier hier erläutert hat, dass in Zukunft nämlich haben möchte, dass nicht mehr der Steuerzahler permanent für bankrotte Banken aufkommen muss, sondern in Zukunft die Anleger und Spekulanten, die Shareholders und Aktionäre und die Einlagenbesitzer auf den Bankkonten mit Einlagen über 100.000 Euro. Und nun verlangen wir heute das genaue Gegenteil davon und versuchen den ohnehin schon problematischen ESM als Instrument auch noch für den Raum auszuweiten, der gar nicht zur Eurozone gehört. Das ist so widersprüchlich, dass das Parlament sich nicht wundern darf, wenn die Öffentlichkeit die Beschlüsse nicht mehr versteht. Wenn man gestern A sagt und heute Z sagt, dann ist das schlicht und einfach das Gegenteil von dem, was gestern politisch angekündigt wurde. Daher bin ich erstaunt darüber, dass die Mehrheitsfraktionen die gestrige Debatte nicht so weit verinnerlicht haben, dass sie zumindest diesen Bericht abgebremst haben und wieder zurückgeschickt haben im Lichte der Ankündigungen des Kommissars Barnier, der ja für den Juni eine Vorlage für das Haus angekündigt hat, die genau auf das Gegenteil hinausläuft, als was hier die Kollegin Danuta Hübner vorgeschlagen hat. Ich bin auch erstaunt darüber, dass nicht mehr Kolleginnen und Kollegen diesen Widerspruch erkannt haben und sich dagegen zur Wehr gesetzt haben.